Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei Mass Effect Andromeda. Ich bin jetzt gerade mal einen kleinen Schritt im Spiel zurückgegangen. Da ich jetzt hier noch nicht so weit war in dem Gewölbe, bin ich einfach nochmal an den Anfang zurück und gerade den Gravitationsschacht heruntergekommen. Denn da hinten ist eine Tür, die ich nicht aufkriege. Hoffentlich geht das nicht nach hinten los. Und ja. Da kommt schon dann das erste Geschütz auf mich zu. Volle Dröhnung. Ja, das ist recht. Ich muss hier mal ein bisschen leise machen, sonst habe ich das Geschütz hier nur drauf, wo es gar nicht hat. Der erste Arm vom Geschütz ist tot. Damit haben wir den zweiten Teil Ein Zerstörer! Bleiben Sie wachsam! Von dem Zerstörer. Uiuiui. Damit haben wir den Zerstörer erledigt. Aber es verrät mir immer noch nicht, wie ich da hinten weiter reinkomme in das Gewölbe. Das heißt, die Konsole habe ich hier schon ausgelöst. Und trotzdem. Halt, was war das? Irgendwas ist doch hier aufgeblitzt gerade. Ach so, ich kann hier hochklettern. Das war's wahrscheinlich. Es ist aber alles nicht das, was ich will. Hier habe ich schon alles abgegrast und eingesammelt. Da liegt jetzt noch ein Datenpad. Das habe ich wahrscheinlich auch schon mal gelesen, prinzipiell, bevor ich hier geladen habe. Gut, ich kann es ja nochmal lesen. Genau, Anna Carell Tag 1, das haben wir schon gelesen. Aber sonst finde ich hier ja auch nichts. Das Tagebuch. Die Datenpads, das ist aber alles schon gelesen.
Hier ist ja nichts weiter. Doch, der Behälter hier noch. Aber sonst... Irgendwie beschleicht mich gerade dieses saublöde Gefühl, dass ich die Informationen über die Anna Carell scheinbar erstmal zurückbringen muss, bevor es hier unten weitergeht. So, dann haben wir das Datenmuster hier wieder. Hier liegt eine hohe Datenkonzentration vor, Pathfinder. Ich rate zu einem Scan. Hier liegt eine hohe Datenkonzentration vor. Ich rate zu einem Scan. Toll. Und das könnte hier jetzt unter Umständen irgendein blöder Bug sein. Der mich hier nicht weitermachen lässt. Das wäre ja mehr als bescheiden. Ich verstehe es nicht. Versaut man das, wenn man erst es auslöst, bevor man gescannt hat? Das heißt, ich müsste jetzt nochmal laden und den Typ da den Zerstörer platt machen. Ich riskier's. Was soll's? Wenn das ein Fehler ist, der hier das Gewölbe unlösbar machen würde, wäre das natürlich total bescheuert. Ich frage mich, was da unten wohl ist. Ich weiß es inzwischen. Dritter Anlauf. Achtung, das könnte hart werden. Thank you.
So, jetzt nach dem Kampf will ich mal sehen. Ach, hier hat's Überreste. Die hatte ich bisher auch noch nicht gefunden. Aber ich will jetzt mal sehen, was er sagt. Ob sich das Ding scannen lässt, das habe ich schon. Interfacing. So. Jetzt kann ich den Helm öffnen. Hier liegt eine hohe Datenkonzentration vor, Pathfinder. Ich rate zu einem Scan. So, und das jetzt? Ergibt irgendwie keinen Sinn. Hier liegt eine hohe Datenkonzentration vor, ich rate zu einem Scan. Ich kann aber nichts scannen. Zum x-ten Mal jetzt, das ist doch scheiße. Also das... Oh... Das scheint mir ein Bug zu sein, der diese Höhle hier unlösbar macht. Toller Mist. Ja, scannen kann ich dich schon, das ist schon okay. Eine Wand, die unter entsprechenden Bedingungen als bewegungsgesteuerte Tür fungieren kann. Tut sie aber nicht. Und die entsprechenden Bedingungen kann ich nicht herstellen. Ach Leute, was habt ihr denn da gemacht? Hohe Datenkonzentration. Ich empfehle einen Scan. So ein Käse, ey. Also, was machen wir jetzt? Dann gehen wir hier wieder raus. Ich kann eh nichts verrichten mehr. Egal wie, ich habe alles probiert. Dann bringen wir die Daten wieder in die Station zurück. Und vergessen das Ganze. Traurig aber war, dass das nicht funktioniert. Dass ich hier scheinbar doch auf einen Bug gestoßen bin. Und viele Sachen nicht behoben wurden, wie eigentlich erhofft. Tja, und damit können wir das Thema hier unten eigentlich verabschieden. Seufz, das stört mich jetzt schon, wenn ich ehrlich bin. Dafür haben wir hier den Sender. Dann machen wir halt das. Fortschritte. Jeden Tag, Schritt für Schritt. Du schaffst das schon. Okay, wo führt das hin? Keine Ahnung, wo das hinführt. Manches Mal wüsste ich das auch gerne, wo bestimmte Dinge hinführen. Entschuldigung, wie viele? 8 Brüder und Schwestern und fast 4-mal so viele Cousins und Cousinen. Nicht zu vergessen meine Mütter. Und sie alle sind unterschiedlicher Meinung darüber, was man tun oder wie etwas sein sollte.
Das kann ich mir vorstellen. Wie kommen Sie damit zurecht? Ganz ehrlich? Nicht gut. Wen wundert's? Das tät mich auch ganz schön nerven. Jeder will was anderes, jeder sagt's mal so. Das kann nicht gut gehen. Ich würde ausrasten. So, also. Dann lohnt sich's jetzt eigentlich, die Schnellreise zu aktivieren. Das ist da oben drauf. Das ist da an der Kante. Und das ist auf dem Weg. Na, wer sagt's denn? Schnellreise. Okay. Dann fangen wir doch einfach mal da hinten an. Das geht so ziemlich in Fahrtrichtung. So, ich bin da noch nicht am Ziel. Okay. Kettenmaschinen, Ryder. Wir sollten vorsichtig sein. So wird es wahrscheinlich nichts auf Dauer. Thank you.
das war's. Schaut so aus. Also. Ran an die Geschichte hier. Gucken, was die hier zu bieten haben. Taktisches Ziel vor Fernrohr. Ich glaube, okay. Das ist eine Reliktvorrichtung. Sie sollten sie scannen, Pathfinder. Halt. Was hat das denn in einem CAT-Lager zu suchen? Dem Schaden nach zu urteilen, haben die CAT Daten extrahiert. Dieser Kern ist zu stark beschädigt, um feststellen zu können, was sie erhalten haben. Dann müssen wir eben noch mehr finden. Okay. So. Fortschritte, okay, Dad? Sie sind vielleicht nur klein, aber in einer neuen Galaxie. Und nachdem ich... Ach, schon gut. Wovon redest du da, Kleiner? Also, gut. Aha, ein Erinnerungsauslöser. Dann geht's jetzt dahin, genau. Kehrte Marsch. Geisel hat diese Reliktstätte möglicherweise destabilisiert, Pathfinder. Pathfinder, ich orte in der Nähe Ausrüstung der Initiative. Das nenne ich Forschungsnotizen Anna Carell. Ach, da schau, guck. Ich kann seit Monaten nicht mehr atmen, ohne dass meine Lungen brennen. Aber ich kann jetzt nicht aufhören, ich bin so nah dran. Nach wochenlangen Versuchen konnte ich endlich einen String von Informationen vervollständigen, die ich aus diesen Ruinen extrahiert hatte. Ich glaube, es könnte ein Positionsmarker sein oder ein Navpunkt. Ich werde ihm folgen. Mit etwas Glück finde ich etwas, was uns helfen kann zu überleben.
Ich weiß, dass die Erbauer dieser Ruinen etwas zurückgelassen haben. Ich kann es spüren. Sam, hier wird ein Nav-Punkt erwähnt. Ich habe die Information extrahiert und ihrer Karte hinzugefügt. Dann wissen wir jetzt, wohin die Forscherin wollte. Gehen wir. Halt durch, Dan. Du hast es versprochen. Es spielt keine Rolle, dass ich krank bin. Du bist in der Zukunft. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. So. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren.
So, damit haben wir jetzt noch ein bisschen Mineralien gesammelt. Und hier unten ist dann noch der letzte Punkt für die Sender. Das möchte ich jetzt mal noch eben erledigen. Und jetzt bin ich gespannt, wenn ich das dann erledigt habe, was dabei Cora, worin rauskommt. haben Sie Spaß? Sie haben doch meine Pflanzen gesehen. Ich fürchte, Ihr Translator hat das angaranische Wort für Spaß nicht richtig übersetzt. Meine Sensoren registrieren Kerntechnologie, Pathfinder. Hey, euch hatte ich doch schon mal verscheucht da unten. Das gilt nicht. Gute Arbeit! So, das dürften jetzt erstmal da unten alle gewesen sein. Wir sind nicht allein. Ach, noch so ein blödes Viech. Wo kommen die denn jetzt her? Also scheinbar bin ich aber trotzdem noch nicht an meinem Ziel angekommen. Wo ich eigentlich hin möchte. Ich will doch nur diesen blöden Sender aufbauen. Sender platzieren, genau. Jetzt ist das Thema über mir. Och, komm schon. Okay, so. Wieder ein Job erledigt, Dad. Schau nach vorne und geh den nächsten an. Ich sehe dir zu und bin stolz auf dich. Eric Junior. Ende.
Job erledigt, Eryx. Okay. Das war alles. Dann haben wir hier Aufgabe Drohnenbergung und ein unbekannter Ort. Ich würde jetzt fast vorschlagen, ich fahre nochmal hier runter in die Siedlung. Per Schnellreise. Und dann dann schauen wir uns mal hier um, was wir noch an Aufgaben haben, die wir mitnehmen können. Hier ist schon irgendwas. Das scheint hier hinter der Tür zu sein. Ein Behälter. Credits. Credits sind immer gut. Bitte helfen Sie mir. Anders kann ich die Nachricht nicht übermitteln, bevor jemand getötet wird. Meine Arbeitscrew redet dauernd von dieser Relikttechnologie. Sie glauben, dass die Initiative lügt, wie gefährlich sie ist. Dass ein paar Elektroden an der richtigen Stelle reichen würden, damit die Relikte ihre Arbeit für sie machen. Sie haben es schon einmal versucht und ich habe auf der Krankenstation ausgeholfen, als diese Reliktbeobachter Barty verstümmelt haben. Aber Jennings sagt, wir könnten wie Könige leben, wenn wir eine Armee von Reliktbots hätten, die für uns arbeiten und kämpfen. Er nimmt diesmal die ganze Arbeitscrew mit, um ihm zu helfen. Ich muss mit ihnen gehen, vielleicht kann ich Jennings die Sache ausreden, aber wenn nicht, sollte jemand wissen, warum wir nicht zurückgekommen sind. Ich meine, diese Aufgabe habe ich erledigt. Bewaffnet und gepanzert. Da haben Sie Glück. Diese Ausrüstung hätte ich vor ein paar Wochen gut gebrauchen können. Ich bin Ryder, der menschliche Pathfinder. Lieutenant Harper, wir sind auf der Suche nach der Arche der Asari. Genau wie ich. Ich beobachte jeden Tag den Himmel und bete, dass sie den Kettangriff überlebt haben. Nach den Hinweisen, die wir gefunden haben, war es naheliegend, dass die Kett darin verwickelt sind. Ja, genau wie Schmerz naheliegend ist, wenn man sich verbrennt. Was ist passiert? Die Kett haben unsere Arche durch den gesamten Cluster gejagt. Aber das waren keine normalen Soldaten. Es waren Jäger, Elite-Killer. Von irgendwelchen Elite-Typen gejagt zu werden, ist alles andere als lustig. Was wollten Sie von ihnen? Woher soll ich das wissen? Bei meinem Rang tue ich nur, was man mir sagt. Eine der Brückenoffizierinnen, Sarissa so und so, hat den Evakuierungsbefehl erteilt. Hunderte von Leuten, die alle zu fliehen versuchten. Es war... Wo könnten wir nach der Arche suchen? Schwer zu sagen. Aber sie hat ein Rettungsschiff gestartet, dessen Crew es wissen könnte. Vielleicht finden sie es ja, indem sie dem Transponder folgen. Die Tempest wurde dafür gebaut, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Wir schaffen das schon. Das Schiff heißt Perifona. Ich gebe Ihnen seine Transponder-Codes und den letzten Flugplan. Und vielen Dank. Es tut gut zu wissen, dass nicht immer nur die Cat gewinnen. Okay. Haben wir hier wieder ein paar mehr Informationen zu einer Aufgabe? So. Dann haben wir hier vorne noch eine Aufgabe. Wiederbeschaffung verschwundener Vorräte. Ah, da gibt's bloß noch zwei Punkte zu klären. Ach so? Na, da schau einer an. Das heißt, mit dem Gewölbe da hinten hab ich der Geschichte vorgegriffen. Und deswegen geht der Käse da hinten wohl nicht weiter.
weil ich den Auslöser noch nicht hatte, aber Teile davon schon gefunden habe, die weiterhin im Verlauf der Storyline zu bedienen sind. Hehe, das ist natürlich ein Hit. Ja. Also, dann weiß ich schon, was ich in der nächsten Runde Mass Effect Andromeda anstellen werde. Ich werde wieder zu diesem Gewölbe zurückkehren. Dann werde ich den Punkt noch mitnehmen jetzt. Wo muss ich raus? Da muss ich raus. Dann werden wir mal eine verrückte Tour machen. Die habe ich schon einmal gefahren. Da bin ich schon einmal gefahren. So. Hab da keine große Lust, quer über, um den See zu fahren, deswegen. So quer durch ist immer praktisch. Ein Terminal will mir hier was erzählen. Prodromus Nachschubbericht. Untersuchungsdaten abgelegener Nachschubpositionen hochladen. Die Vorräte müssen wir abschreiben. Sie wurden komplett von Aasfresserwanzen verspeist. Wir sollten nächstes Ach, Mal super. vorsichtiger sein. Ihre Empfehlung wurde vermerkt, Pathfinder. Optional andere Städte untersuchen. Ah, nein. Jetzt kriege ich nicht mehr raus, was ich hier. Ach Mann. Null Uhr 19. 0 Uhr 16. Okay, wenn ich das jetzt lade, was passiert denn dann? Keine Nachrichten. Ah! Wenn ich das hier lade, 0 16. 016, das wär's dann. Mist. Mission versaut. Ich wollte die aber ordentlich abschließen. Habe ich jetzt mit dir schon geredet? Ja, scheinbar. Das habe ich auch. Fahre jetzt zwar trotzdem hier durch. Aber diesen einen Missionsschalter dort werde ich mir sparen. Nee, da gibt es da hinten noch was zu erledigen. Jetzt nur die Frage, wie komme ich da ran? Ah, der scheint hier irgendwo zu sein. Und zwar hier drin. Schauen wir doch mal, was wir hier finden. Terminal. Aha, aha, aha. Oh, jetzt wird's interessant. Anfrage Informationen zu Anna Carell. Forscher auf der Nexus haben Informationen zu Anna Carell erbeten, die während der ersten Welle der Kolonisten als vermisst gemeldet wurde. Jeder Prodromus-Kolonist mit Hinweisen erhält eine Belohnung. Super, wenn ich das jetzt hochlade, habe ich denselben Käse wahrscheinlich wie gerade mit der anderen Mission. Das sind die Tagebücher, die ich jetzt schon gefunden habe. Oh, Käse im Quadrat. Nein, das werde ich jetzt auch nicht abschließen. So ein Käse. Nein, 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 nein.
Wäre auch zu schön gewesen. Okay, dann ist die Sache für mich jetzt hier klar. Ich mache einen Break. Und wir werden uns die weiteren Schritte in einer weiteren Folge bei Mass Effect Andromeda ansehen. Aber nicht mehr heute. Jetzt ist es schon gleich 12:30 in der Nacht. Das reicht. Und ja, da bleibt mir nur eins. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dann bei nächster Gelegenheit wieder vorbeischaut. Und weiterhin hier das Spiel Mass Effect Andromeda mit mir verfolgt und euren Spaß bei den Filmen habt. Ja, wie gehabt, ich freue mich natürlich über Kommentare und über ein Abo, wenn ihr das da lassen möchtet. Ansonsten haltet einfach die Ohren steif. Ich wünsche euch alles Gute und ich freue mich natürlich drauf, wenn wir uns demnächst dann hier wieder zusammen hören, sehen, wie auch immer. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.